Hallo Freunde, ist es euch auch schon aufgefallen, vielleicht, dass man an seinem Rucksack meistens die Reißverschlüsse zumacht, indem man die Seiten, man hat sie aufgemacht und dann macht man zu und hat die Verschlussschnipsel, das heißt also die Schließer oben zusammengeführt. Und das kann natürlich, falls es regnet, zu vermehrt Wasser im Rucksack führen, weil hier, genau hier, ist die kritische Stelle, das ist die undichteste Stelle am ganzen Reißverschluss. Eine gute Idee wäre es, kleiner Tipp, wenn ihr diese Schließen alle auf die Seite zieht. Das heißt, hier ist es dem Wasser jetzt sehr, sehr schwer gemacht, einzudringen. Der Reißverschluss selbst ist natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig dicht, ganz klar. Muss er ja auch nicht. Aber diese Undichtigkeit durch das Loch, was hier entsteht, die ist hier nicht mehr gegeben. Und jetzt wird das Wasser viel, viel besser abgehalten. Kleiner Tipp für euch. Wir sehen uns. Und tschüss.